Hey Franz. Yo Jimmy, was geht? Ich hab hier das Board. 50 Euro. Willst du mich leimen? Ja, guck mal, wie gut das ist, Mann. Hat zwar hier ein paar kleine Macken, aber trotzdem. Fahren kannst du damit. Ich geb dir höchstens 10 dafür. Mehr nicht. Was, wenn ich dir noch diesen geilen Beutel gebe, Mann? Von Wrestling. Du bist doch so ein Wrestling-Junkie, Wrestling, Mann. Ich ein Wrestling-Junkie? Niemals. Board und Beutel 30 Euro. Dafür würde ich dir höchstens auch 10 Euro geben. Aber insgesamt würde ich dir 20 dafür geben. Okay, Mann. Deal? Jo. Okay, warte, kriegst du das Geld. Hier. Danke, Mann. Gönn dir was Gutes. Freut mich, Geschäfte zu machen. Jo. Solche geilen Sachen. Ich hätte dafür fast 50 bezahlt. So ein Knecht. Hey, Leute. Hi. Haben wir noch was zu essen? Da ja, da drin. Ja. Das war schon lustig, auf jeden Fall. Ist ja nicht mal mehr ein halbes Brötchen. Nee, haben wir nicht, weißt du doch. Ja. Aufschnitt auch nicht. Unsere Eltern sind arbeitslos, haben wir nicht mehr. Ja. Hast du übrigens mein Handy vielleicht gesehen? Warum soll ich das haben? Schon er das genommen oder so? Ja, das ist aus dem Vertrag. Wie? Wieso soll ich ihr Handy haben? Ich hab mein eigenes. Ja. Wo sind da eigentlich meine Schuhe? Hast du die irgendwo gesehen? Die aus dem Türkei-Urlaub, weißt du? Keine Ahnung. Ich hab einen Plan. Gestern Abend hatte ich die noch, heute Morgen bin ich aufgestanden und waren die weg. Siehst du aus wie ein Dieb, ey. Mama und Papa sollen sich mal wieder einen Job suchen. Voll scheiße, arm zu sein.